Hallo liebe Lego-Freunde, ich bin der Austrian Lego-Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich. Heute werde ich euch kein Lego-Set zeigen. Ich habe eine ganz, ganz wichtigen Information, Neuigkeiten für euch, die uns in Zukunft leider alle betreffen werden. Es werden gravierende Änderungen auf uns zukommen und ich und auch andere können noch gar nicht so richtig abschätzen, wie sich das alles im Detail auswirken wird. Fangen wir mal ganz von vorne an. Im Jahre 1998 ist in den USA ein Gesetz verabschiedet worden, das COPPA heißt. COPPA ist Abkürzung für Children Online Privacy Protection Act. Auf Deutsch kurz Kinderdatenschutzgesetz. Eine tolle Sache, gehört sich so, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Es geht da einfach darum, wie Kinder im Internet geschützt werden sollen und müssen. Da wird, glaube ich, jeder recht geben, dass das in irgendeiner Form geschützt gehört, dass unsere Kinder da safe sind. Das Ganze ist 1993 aktualisiert worden. Alles kein Thema. Jetzt kommt dann die erste Frage auf. US-Gesetz. Was hat das mit uns zu tun? Eine Menge. Und zwar, wir sagen mal hier auf YouTube. YouTube, Google ist eine US-amerikanische Firma. Wir laden Videos auf YouTube hoch. Ihr schaut sie euch an. Und somit, wir laden mal die halt eben bei YouTube Amerika hoch. Betrifft uns auch dieses Gesetz. Da kommen wir nicht drum herum. Und wir müssen mal mit diesem Gesetz in Übereinkunft stehen. Dieses Gesetz besagt, dass in Amerika Personen unter 13 Kinder sind. Es ist in anderen Ländern der Welt ähnlich oder anders. Das spielt aber im Endeffekt jetzt keine Rolle. In Amerika ab 13 ist man da kein Kind mehr. Und es dürfen von Personen unter 13 keine Daten gesammelt werden. Im Internet. So, jetzt hat Google, YouTube mit der Gründung, mit der Eröffnung des YouTube-Services gesagt, unsere Seite YouTube ist nur für Personen ab 13. Und somit waren sie von diesen COPPA-Richtlinien nicht betroffen. Soweit, so gut, kein Problem. Wenn ihr ein YouTube-Konto erstellt, werdet ihr nach eurem Alter gefragt. Und wenn ihr da ein Alter eingebt, dass ihr unter 13 seid, könnt ihr zum Beispiel auf dem Handy oder auf dem Tablet die YouTube-App gar nicht installieren. Soweit, so gut. Nur, ich kann das Datum ja einfach ändern. Das wird nicht überprüft. Ich kann lügen und schwupps kann ich die YouTube-App benutzen. Alles kein Problem. So, YouTube, Google hat jetzt in der Vergangenheit, haben sie immer so getan, als wenn sie das quasi nicht wüssten. Ist natürlich gelogen, natürlich haben sie es gewusst. Und sie haben auch speziell Werbeanzeigen von Werbepartnern ausgesendet auf definitiven Kinderkanälen, Kindervideos, was sie hätten nicht dürfen, haben damit Geld verdient. War nicht erlaubt, ist passiert. So, und die FTC, Federal Trade Commission, die amerikanische Handelskommission, eine Regierungsbehörde, die hat die gleichen Funktionen wie Deutschland, Österreich, zum Beispiel der Verbraucherschutz. Die haben sie in diesem Jahr abgestraft, das habt ihr vielleicht irgendwo in den Medien aufgeschnappt, mit 170 Millionen US-Dollar. Die höchste Strafe, die FTC bis jetzt verhängt hat. Die Geldstrafe sind allerdings nicht die einzigen Konsequenzen, die YouTube Google tragen muss, sondern sie haben sich mit der FTC auf weitere Maßnahmen einigen müssen und die werden jetzt auf YouTube umgesetzt. Sie treten ab dem 01.01.2020 in Kraft und seit Dienstag, den 12. November, also das war diese Woche, sind die ersten
Konsequenzen kann man noch nicht sagen, aber besseren Einblicke jetzt für uns Creator sichtbar, was da passieren wird. Wir müssen jetzt aufgrund dieses Fehlverhaltens, was nun mal definitiv Google YouTube gemacht hat, müssen wir, so wie es scheint, die Suppe auslöffeln. Weil die FTC und YouTube haben sich des Weiteren darauf geeinigt, dass in Zukunft nicht mehr YouTube für Fehlverhalten haftbar gemacht werden kann, sondern jeder Video-Creator für sich selber. So, das heißt jetzt, wir müssen festlegen, sind unsere Videos speziell für Kinder gemacht, also für Personen unter 13 oder eben nicht. So, jetzt war auch bisher meine Meinung. Meine Videos sind definitiv nicht für Kinder unter 13 gemacht. Ich spreche einer Erwachsenen-Community, die Lego Awfuls. Für diejenigen, die das nicht wissen, aber ich glaube, das wisst ihr alle. Adult Fan of Lego, erwachsener Lego-Fan. Oder zumindest Jugendliche, die älter sind. Das interessiert aber nicht. Es gibt so Richtlinien, die sind von der FTC ausgegeben. YouTube gibt sie einfach weiter. Weil, wie gesagt, YouTube wird keine Rechtsberatung geben, weil YouTube ist rechtlich außen, ist raus. Die müssen nur die Möglichkeiten zur Verfügung geben, dass wir mir festlegen können, für wen das Ganze gemacht ist. Aber sie brauchen das nicht kontrollieren. Und sie brauchen noch keine Ratschläge abgeben. Und die FTC kann YouTube auch nicht mehr dafür belangen, wenn da irgendwas falsch läuft. Sondern wir selber sind alle verantwortlich dafür. So, jetzt haben wir das Problem. Ich sehe meine Videos nicht für Kinder unter 13. Ihr werdet mir da recht geben. Meine Altersumfrage, die ich die Tage gemacht habe, gibt mir auch recht. Die sagt, auf diesem Kanal habe ich Bricks 97% über 13 Jahre und auf meinem Hauptkanal mit den Speedbuild-Videos und so weiter 88% über 13 Jahre. Soweit so gut, dann sollte man meinen, alles kein Problem. Aber solche Umfragen und wie alt die Community tatsächlich ist, interessiert im Ende null. Ist komplett unwichtig. Weil diese Richtlinien sagen aus, unter anderem kommen Kinder in den Videos vor. Wird mit auf kindlicher Art gesprochen, werden Kinderlieder gesungen, gespielt, wird einfach so Geschichten erzählt, so auf kindlicher Art und Weise, quasi wie ein Zeichentrickfilm oder sonstige Geschichten. Passiert ja bei uns alles nicht. Also sagen wir, von diesen Punkten sagen wir alle raus. Aber ein Punkt, der bleibt. Und da vor allem voll eine, und das ist, in unseren Videos wird Spielzeug gezeigt. Und Lego ist, oder nicht nur Lego, Klemmbausteine sind in erster Linie Spielzeug. Da kommen wir nicht drum herum. Dann können wir uns nicht erwehren und verneinen. Auch wenn definitiv solche Sets wie die Kobe Titanic, das ist nichts für Kinder. Welches Kind kauft sich so ein Set? Das ist Kappes. Das kaufen sich Erwachsene. Erstens vom Preis her und zweitens, das Ding hat ja keine Funktion. Es geht nur um den Bauspaß, hinstellen, anschauen, fertig. Kauft sich kein Kind. Wird kein Kind interessieren. Aber es ist aus Klemmbausteinen. Und Klemmbausteine ist ein Spielzeug. Und somit wird uns nichts anderes übrig bleiben, als diese Videos als Made for Kids, gemacht speziell für Kinder, zu kennzeichnen. Weil wenn wir das nicht machen, wenn wir jetzt sagen, das Video ist nicht für Kinder, können wir das tun. YouTube wird das nicht kontrollieren. YouTube wird unter Umständen Empfehlungen abgeben. Das ist jetzt das, was seit dem 12. passiert. YouTube lässt künstliche Intelligenz, Bots über die Videos laufen, die eine Empfehlung abgeben sollen. Die ist allerdings nicht rechtlich bindend. Das heißt, ihr könnt euch darauf nicht verlassen. Dieses Ganze ist allerdings so wahllos, das hat sowieso, entbehrt sowieso jeglicher Zuverlässigkeit. Das ist aber in der Vergangenheit mit sämtlichen anderen Algorithmen, die YouTube angewendet hat, der Fall gewesen. Ich weiß nicht, diejenigen von euch, die selber einen YouTube-Kanal haben, werden das vielleicht schon einmal mitbekommen haben. Es gibt so einen Algorithmus, der drüber läuft, was die Monetarisierung angeht.
wo dann festgelegt wird, ob das Video für alle Werbetreibenden geeignet ist, ja oder nein. Da passieren so oft Fehler, auf die man dann manuell eingreifen kann, sagen kann, doch, das Video ist für alle vorgesehen. Dann überprüft das ein menschlicher Mitarbeiter und alles ist gut. Auch diese Möglichkeit soll jetzt dann gegeben sein, dass wenn wir sagen, unser Video ist definitiv not made for kids, und der Bot sagt, es ist made for kids, dann können wir Feedback an YouTube senden. Soweit so gut, sollte man meinen. Nur die Einschätzung des YouTube-Mitarbeiters, selbst wenn der uns recht gibt, was ich nicht glaube, weil wir sagen mal so eine spezielle Community, die im Vergleich einfach viel zu klein ist, weltweit gesehen. Und wenn derjenige nicht auch aus der gleichen Community-Ecke kommt oder sich mit dem Ganzen auskennt, dann wird der definitiv einfach nur Lego sehen und sagen, Lego ist Spielzeug und fertig. Aber dessen Meinung interessiert auch eigentlich gar nicht, weil YouTube ist in der Beziehung da gar nicht federführend, sondern das ist die FTC. Und wenn die FTC sagt, nein, das ist Lego, Lego ist Spielzeug, das ist gemacht für Kinder, dann sagen wir mir, auf Deutsch gesagt, am Arsch. Dann droht uns eine Strafe von bis zu 42.000 US-Dollar pro Video. Und das kann sich keiner leisten, wenn er nicht reich ist. So, jetzt sollte man noch über einen weiteren Punkt dann reden. Also man könnte jetzt ja sagen, okay, dann markieren wir halt eben alle Videos als Made for Kids. Wo ist jetzt das Problem? Ist ja nicht weiter schlimm. Doch, da geht es ums Essentielle. Und dazu muss jeder, der auf YouTube schaut, sich mit dem auseinandergesetzt haben, wie funktioniert YouTube eigentlich. Und das haben sehr, sehr viele Erwachsene auch immer noch nicht verstanden, weil sie sich auch nicht dafür interessiert haben, wie das Ganze eigentlich geht. Es funktioniert genauso wie das Fernsehen, das Ganze finanziert sich über Werbung. Ist so. Jeder YouTuber, dessen Kanal eine gewisse Größe erreicht hat, der regelmäßig Videos hochladet, der hat Unkosten. Das Ganze kostet Geld, sehr viel Zeit. Und für dieses Ganze möchte man ja in irgendeiner Form auch bezahlt werden. Man muss bezahlt werden, weil sonst kann man diesen Aufwand nicht mehr betreiben. In unserem Fall von den Lego-YouTubern, so wie ich, oder den Held der Steine oder andere, nicht nur Deutsche, auch amerikanische oder von sonst wo auf der Welt, wie zum Beispiel Jang Bricks oder Just Too Good oder M&R Productions oder wie sie alle heißen, spielt keine Rolle. Die geben einen Haufen Geld aus, um sich die Lego-Sets zu kaufen, um sie euch vor der Kamera zu zeigen. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen und das Geld kommt über die Werbeanzeigen rein, die auf den Videos geschaltet werden. Ist so. Mein, wie viel Geld man damit einnimmt, wie viel man da verdienen kann, darum geht es jetzt nicht. Das schwankt auch extrem, was man für eine Zuseherschaft hat, aus welchen Ländern die kommt und so weiter und so fort. Wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, kann man sicherlich ganz gutes Geld damit verdienen. Die YouTuber, die davon leben können, sind aber weltweit dann eher rar gesät, wenn man das auf die Bevölkerungszahl anlegt oder wie viele YouTube-Kanäle es gibt. Fakt ist aber, wenn wir die Videos jetzt dann kennzeichnen müssen als Made for Kids, dann wird es keine personalisierten Werbeanzeigen mehr geben. Und die personalisierten Werbeanzeigen machen auf YouTube den Löwenanteil aus. Die werden auch um einiges teurer verkauft, also besser bezahlt. Und wenn die auf unseren Videos jetzt nicht mehr ausgesendet werden können, werden unsere Einnahmen gewaltig einbrechen. Wie viel sie einbrechen werden, das kann noch keiner absehen, das wird die Zeit zeigen. Aber es besteht die Gefahr, dass sie so weit einbrechen, dass das Ganze nicht mehr
wirtschaftlich ist und dass halt eben sehr, sehr viele aufhören müssen, weil sie das Ganze einfach nicht mehr finanziert kriegen. Es hängt, so wie bei mir und bei vielen anderen, hängt einfach, ich sage jetzt nochmal Leib und Seele daran. Wir haben Spaß daran. Wir machen mal das leidenschaftlich gerne, die Sachen zu bauen, euch zu zeigen, darüber zu reden. Und ich glaube, ich hoffe, dass man diese Leidenschaft dann auch irgendwo spürt, dass man nicht einfach trocken über irgendwas redet, sondern ein bisschen mit Herz dabei ist. Und dass man mit seinen Fans, mit seinen Zusehern kommuniziert, dass man Kommentare beantwortet und so weiter und so fort. Das zeigt dann doch, dass man das ja nicht nur des Geldes wegen macht, sondern weil man Spaß daran hat. Nur wenn das Geld, was man dafür braucht, dann nicht mehr einnehmen kann, dann kann man das Ganze einfach nicht mehr machen. Es sei denn, man ist reich. Ich bin nicht reich. Andere sind nicht reich und dementsprechend ist das Ganze in Gefahr. Das ist aber alles Sachen, die euch im Endeffekt egal sein können, weil ihr habt sich mehr und nicht weniger davon. Es gibt allerdings auch Einschränkungen für euch. Und die erste große Einschränkung wird einfach werden, dass wenn das so massiv kommt, wie es jetzt alle eigentlich befürchten, wird es einfach in Zukunft weit weniger Kanäle geben, die kinderrelevante Sachen wie Lego, andere Spielzeuge oder auch Family Vlogs wird es betreffen, in denen Kinder vorkommen, in Kinder-Challenges gezeigt werden, Gaming-Videos wie Minecraft, Fortnite, Roblox oder wie sie alle heißen, auch die betrifft das alle, weil das sind tatsächlich die Videos, die von Kindern geschaut werden. Unsere Videos schaut von den Kindern fast keiner. Ich sehe das bei meinen Kindern selber. Ich habe vier Kinder und die sind im Alter von 7 bis 11. Und von denen schaut kein einziger meine Videos oder irgendeine Lego-Videos, obwohl sie sich für Lego an sich interessieren. Das gehört dazu. So. Die schauen sich den ganzen Tag Minecraft-Videos an. Also in den Zeiten, wo sie es dürfen. Weil wir haben ja schon als Eltern unsere Finger darüber. Die dürfen jetzt nicht von in der Früh bis auf Nacht Videos schauen. Das ist aber unsere Entscheidung. Ich erlaube meinen Kindern YouTube-Videos zu schauen. Und zwar nicht die YouTube Kids App, sondern die normale YouTube App. Das ist aber meine Entscheidung. Und nicht die Entscheidung der FTC und nicht die Entscheidung von Google. Nur das interessiert, wie gesagt, nicht. Ja, also es wird weniger Videos geben, de facto. Die ganzen kleinen, ganz kleinen YouTuber werden definitiv wahrscheinlich aufgeben müssen. Weil sie nicht einmal die paar Cent, die sie gekriegt haben, einnehmen und weil sie auch kein Feedback mehr bekommen werden, weil die Kommentarfunktion wird für diese Videos nämlich auch deaktiviert. Die Endcard wird deaktiviert. Das ist am Ende die letzten 15-20 Sekunden, wo man klickbare Einblendungen machen kann fürs nächste Video, abonnieren oder Verlinkung auf eine genehmigte Webseite oder sonst was. Das ist weg. Da bin ich jetzt nicht ganz 100% sicher, die Infokarten, dieses i links oben in der Ecke, wird auch weg sein. Über die kann ich ja auch Abstimmungen machen. Das wird dann auch nicht mehr gehen. Und die Kommentarfunktion ist aber meiner Meinung nach das Wichtigste, was wegfällt. Weil wenn ich als Videomacher kein Feedback mehr bekommen kann und wenn ihr als Zuseher kein Feedback mehr geben könnt, wo ist dann die Motivation? Und das ist, denke ich, der noch der größere Punkt. Die Motivation geht komplett flöten. Jetzt könnte man ja sagen, okay, dann verlassen wir eben YouTube und gehen auf eine andere Plattform. Das wird uns nichts nutzen, weil die ganzen großen etablierten Plattformen wie Twitch, Instagram, Facebook, die betrifft das Ganze genauso. Vielleicht nicht jetzt ab 1.1.2020. Aber das wird überall kommen. Und auch Plattformen, die nicht in den USA beheimatet sind. Ich denke, dass über die nächster Zeitrahmen kann ich kein nennen, wird das Ganze überall umgesetzt werden. Das heißt, es wird irgendwann ein weltweites Problem für alle Plattformen werden, dass das nicht mehr umsetzbar ist. Also was bleibt uns über? Entweder wir hören mal auf,
Was aber definitiv nicht in dem Interesse von irgendwem ist, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir werden mal weitermachen. Also ich werde zumindest weitermachen. Und wir werden mal schauen, dass wir irgendwie über die Runden kommen. Was können wir machen? Ja, wir könnten mal hergehen und könnten mal sagen, wir müssen mal die Finanzierung des Ganzen irgendwie anders sicherstellen. Über zum Beispiel Patreon oder sonst was. Da weiß ich allerdings nicht, ob das auch in eurem Interesse wäre. Das müsste man mal drüber reden. Auf YouTube hat es ja eigentlich die Funktion auch ergeben, Mitglied werden. Bei meinem Kanal habe ich sie noch nie freigeschaltet, auf meinem Hauptkanal. Auf dem hier ist es sowieso noch nicht möglich. Da ist dann auch, dass man monatlich quasi was spenden kann den Video-Creatern. Aber das, auch selbst das soll nachher mit dieser Festlegung für Kinder, für Videos für Kinder nicht mehr möglich sein. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Einschränkung. Wenn ich meinen ganzen Kanal als speziell für Kinder deklariere, dann gibt es auch keine Abo-Glocke mehr. Das heißt, ihr kriegt keine Mitteilung mehr, wenn jemand ein neues Video hochlädt. Der Community-Tab, der ja hauptsächlich auf Handy und Tablet sichtbar ist, wo ich jetzt auch die Umfrage zwecks im Alter gemacht habe, ist weg. Die YouTube-Story ist weg. Das gibt es dann auch nicht mehr. Das sind Einschränkungen, die hat nicht die FTC beschlossen, sondern das sind Sachen, die hat YouTube, Google alleine zusätzlich beschlossen. Was sie damit bezwecken, kann ich jetzt noch nicht so ganz herauskristallisieren. Bei der Kommentarfunktion kann ich es irgendwo noch nachvollziehen, weil wenn Kinder kommentieren, haben sie, glaube ich, oft die Tippfinger sehr locker und es könnte da durchaus passieren, dass sie Informationen da reinschreiben, die definitiv personenbezogen sind, die sie eigentlich nicht preisgeben sollten. Aber welches Kind hat das schon richtig im Blick, was es anderen erzählen soll und was nicht? Und dementsprechend kann ich das noch irgendwo nachvollziehen, dass sie das aus Sicherheitsgründen deaktivieren bei diesen Videos. Ja, das Ganze mal aufs Minimum runterkristallisiert ist eigentlich, das Ganze steht und fällt damit, ob unsere Einschätzung, sind die Videos für Kinder ja oder nein, und von der FTC abgekauft wird. Und ich sehe das momentan ehrlich gesagt so, dass wir wieder keine Chance haben werden. Und mit dieser Meinung, die stehe ich definitiv nicht alleine da. Ich habe mich da mal jetzt auf YouTube auch mit den anderen Lego-YouTuber zum Teil unterhalten und Videos und Livestreams von Szenen angeschaut, zum Beispiel vom Jangbricks. Die sehen das eigentlich genauso. Also uns bleibt nur übrig abzuwarten, was jetzt tatsächlich passieren wird. Ganz wichtig anzumerken ist allerdings, wir können mal nicht YouTube, Google dafür jetzt den schwarzen Peter zuschieben. Zumindest nicht grundsätzlich, weil YouTube hat zwar ursprünglich den Fehler begangen, dass sie die Daten von den unter 13-Jährigen gesammelt hat. Allerdings die Strafe und jetzt die Konsequenzen hat ja die FTC quasi beschlossen und nicht YouTube. Das ist das Problem. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas Wichtiges vergessen oder übersehen, weil ich habe keinen Zettel vor mir liegen. Das war jetzt einfach nur mal auf Deutsch gesagt Freischnauze euch mitgeteilt. Deswegen vielleicht doch ein bisschen Kuddelmuddel durcheinander und hier mal dort zu viel, zu wenig erzählt. Es ist für mich auch ein sehr emotionales Thema. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt oder was, wenn ihr Ideen habt, was wir machen können. Wäre ganz toll. Darf ich trotzdem noch einen schönen Tag, schönes Wochenende oder wann auch immer ihr dieses Video schaut, wünschen. Bis zum nächsten Mal. Euer Austrian Lego Fan.